Unter dem letzten Video habe ich sehr, sehr viele Kommentare von euch bekommen. Das ist natürlich klar, weil ich darum gebeten habe. Ich wollte ja ein FAQ-Video machen. Aber es gab auch andere Kommentare, die gezeigt haben, dass euch das wirklich gefallen hat, was ich gemacht habe. Und das freut mich ungemein. Wir fangen direkt mit dem ersten Kommentar an, dass das letzte Video ein bisschen kontrastiert. Und zwar fragt sich Unboxed, wie viel Nerdy steckt eigentlich noch in Nerdy Timber? Die Frage ist, wie definiert man Nerdy? Hat es jetzt nur was damit zu tun mit Buster Swords und mit Master-Schwertern und mit Laserschwertern? Oder kann man Nerd auch auf andere Sachen beziehen? Es ist ja so, fragen wir einfach Google. Was heißt nerdig? Laut Wikipedia, modern für Computerfreak, ursprünglich für Sonderling, ist eine Bezeichnung für an Spezialinteressen hängende Menschen mit sozialen Defiziten. Das Wort weist vom Kontext abhängig anerkennende oder abwertende Anklänge auf. Siehst du, also ist auch irgendwie so, dass ich in allem irgendwie nerdig sein kann. Für mich ist Handwerk insgesamt einfach eine sehr, sehr, ich bin ein Freak. Sagen wir es ganz einfach so, ich bin ein Freak. Deshalb machen wir jetzt auch direkt weiter und ich sage euch einfach, nerdig heißt nicht, dass bei mir dann nur Gaming-bezogener Content kommt oder halt irgendwie TV-Serien-bezogener Content kommt, sondern halt auch Sachen, die ich persönlich einfach geil finde, wie solche Werkstücke, da unten die Teile oder jetzt demnächst baue ich noch ein Hochbeet, einfach weil ich Handwerk geil finde. Ich hoffe, das kann ich auch ganz gut transportieren. Es gibt ja euch andere auch, die das, was ich hier an sonstigen Projekten auch noch mache, auch cool finden. Wir gehen gleich nochmal kurz da unten rein, weil es da auch eine Frage zu gab zu dem Projekt. Und zwar, was hast du jetzt eigentlich mit den Kabeln gemacht? Ich habe einfach eine Platte da vorgestellt und gut ist. Das ist schon geil. Dann die nächste Frage. Was für ein cooles Zeichenprogramm hast du denn auf dem Tablet verwendet? So etwas würde mir meine Umbauarbeiten am Haus auch sehr helfen. Tatsächlich ist das nichts Besonderes. Das ist einfach das Ausschneiden und Skizzieren-Tool von Windows. Das hat hier oben dann dieses Lineal, das man dann mit einblenden kann und das man dann auch drehen kann. Und viele verschiedene diverse Farben, die man dabei nutzt. Das ist ein geiles Teil, kann man sehr, sehr gut viel mitarbeiten. Macht auch sehr, sehr viel Laune. Dann die nächste Frage. Was machst du jetzt in der Corona-Zeit? Geht ein Studium auch online weiter? Ja, mein Studium geht online weiter. Ich bin gerade dabei, an der Bachelorarbeit zu arbeiten. Ich bin nämlich da mit einem Kommilitonen zusammen in einer Kirche in München, der Salvatorkirche, und wir messen den Dachstuhl auf. Und dieser Dachstuhl, ja, der ist groß, aufwendig und den messen wir auf und analysieren dann, ob Schäden dran sind, beziehungsweise ob es Reparaturbedarf gibt, beziehungsweise wir analysieren erstmal und katalogisieren alle Schäden. Wo habe ich denn die nächsten Zettel hingeklebt? Wie alt bist du jetzt, beziehungsweise wann bist du fertig mit dem Studium? Ich bin aktuell 27, nein Quatsch, ich bin 28. Und wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann bin ich circa 30, so wie es aktuell aussieht. Und habe dann aber halt nochmal 2 Jahre Referendariat, bevor ich dann komplett vollständiger Lehrer bin, in Anführungszeichen. Ja, die Frage nebendran war, ob ich meinen Weg, Berufsschullehrer zu werden, bis jetzt bereue oder jemals bereut habe. Nein, auf gar keinen Fall. Oder ob ich bereut habe, Zimmerer zu werden. Nein, auch auf gar keinen Fall. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Hier. Hast du einen Ratschlag für meine Tochter? Sie möchte gerne Tischlerin werden. Ja, dann sollte sie das doch tun, oder? Ist doch super. Was ist das für ein cooles Zeichengerät, mit dem du die ganze Zeit gearbeitet hast? Ich glaube, das war mit Abstand die häufigste Frage im Video. Das Zeichengerät ist von Konstruktor Zeichentechnik. Das ist eine österreichische Firma. Müsst ihr einfach mal googeln. Apropos Hashtag Werbung, ich kriege von denen kein Geld. Die wissen auch gar nicht von mir, dass ich so ein Ding habe. Bis auf, ja, egal. Wenn ihr bei denen was bestellt, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr in die Anmerkung mit reinschreibt, dass ihr von mir kommt. Also von wegen irgendwie Bestellungsbemerkung. Nerdy Timber hat mir euer Teil gezeigt. Vielleicht melden die sich mal, das fände ich sehr interessant. Weiter geht's. Was war deiner Meinung nach das coolste Objekt, was du bis jetzt umgesetzt hast? Oh Gott, oh Gott. Ich finde so ziemlich
das hier ist eine der geilsten Sachen, die ich jemals gebaut habe. Die Blunderbuss-Büchse, die kam damals bei Rocket Beans TV auf dem Sender. Und seitdem liegt die hier im Keller rum, weil ich sie nirgendwo mit hinnehmen darf oder kann, wie auch immer. Das ist ein bisschen sehr schade. Anekdote dazu, ich wollte die eigentlich mal mitnehmen zum Frühstücksfernsehen beim ZDF. Da haben sie aber gemeint, lass sie doch mal lieber zu Hause. Das ist vielleicht ein bisschen zu martialisch. Hier, weiter. Was ist deine Lieblingsholzart und was schaust du privat auf YouTube? Also meine Lieblingsholzart, das kann man eigentlich nicht wirklich bestimmen, weil ich total gern mit vielen verschiedenen Hölzern arbeite. Aber ich finde gerade Esche, finde ich was super geiles, liebe ich dieses Holz. Und auch Nussbaum, Nussbaum ist auch toll. Aber auch als Zimmermann muss ich ja sagen, zwischendurch eine Fichte ist schon eine feine Sache. Du bist Zimmermeister, aber schreinerst sehr viel. Wie passt das zusammen? Ja, das ist eine Frage, die kriege ich häufig. Ich schreine sehr, sehr viel, vielleicht weil es auch ein bisschen in der Familie liegt. Mein Vater ist ja Schreinermeister und mir macht es einfach sehr, sehr viel Laune. Abgesehen davon kann ich nicht jede Woche einen Dachstuhl oder einen Carport oder was auch sonst immer bauen, muss also deswegen mir irgendwas anderes Handwerkliches suchen. Dann ist vielleicht doch ein bisschen die Schreinerarbeit so eine Leidenschaft nebenbei. Hallo Tom. Hallo Paul. Da gibt es auch irgendwo eine Frage. Moin Paul, diese Türen werten das Möbel auf. Gefällt mir sehr gut und auch deine Idee dahinter ist mal sehr ausgefallen. Dir und deiner Familie alles Liebe und bleib gesund. Ganz liebe Grüße, Ingo. Hashtag Frage, wirst du mit deinem Bruder bald wieder gemeinsam ein Projekt starten? Ich hatte eigentlich gerade, also ich hoffe mal, dass das jetzt drauf war. Frage war auf jeden Fall, Paul, wirst du mit deinem Bruder demnächst mal wieder ein Projekt starten? Tom, aktuell schwierig, ne? Schwierig, dank Corona und so weiter. Ja, der lebt halt gerade in Köln, von daher ist es ein bisschen räudig, da können wir relativ wenig zusammen machen. Aber kommt von dir mal wieder was über oder aus der Schmiede? Also das nächste Projekt wäre, ich habe vor einiger Zeit mal einen Tamahagane-Verschnitt namens Oshigane gemacht. Eigentlich wollte ich einen Katana schmieden, nur dafür fehlt mir die Zeit. Deswegen werde ich den Block jetzt einfach in zwei Stücke hacken, ihn noch ein paar Mal falten und dann mache ich mir ein Küchenmesser. Auch schön. Hast du überhaupt schon ein eigenes bei dir in Köln? Nein. Der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. Ach ja, das sind natürlich auch hier wundervolle Werkstücke. Liebe ich auch einfach. Wo man auch mal sieht, was ich so an handwerklichem Können dazu gewonnen habe. Hier die alte Version, da die neue Version. Das Video dazu findet ihr bei Mahammer auf dem Kanal, falls es euch interessiert. Dann geht's hier natürlich weiter. Ich muss jetzt gucken. Kann man Holz schweißen? Solltest du das herausfinden, melde dich bei mir. Fände ich sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Was würdest du einem Hobbyheimwerker, der vor allem mit Holz arbeitet, als Standardgeräte empfehlen und eine solide kleine Werkstatt aufzubauen, ohne dass man direkt 20 Geräte kaufen muss? Also wenn du auf jeden Fall Geräte kaufen möchtest, beziehungsweise halt Maschinen kaufen möchtest, dann würde ich empfehlen, kauf dir eine Tischkreissäge. Entweder eine Festool oder eine Erika. Ich bin natürlich Erika-Fan, ist einfach absolut geile Maschine. Eine solide Oberfräse, das wäre auch noch eine feine Sache. Muss jetzt natürlich keine 1400 sein, aber die 1100, die reicht schon für vieles. Einen Akkuschrauber brauchst du, aber wenn du mit Holz arbeitest, dann wirst du sicherlich einen haben. Hobel, finde ich, ist immer eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, und hier ein Satz Stemmeisen. Guter Satz Stemmeisen ist wirklich eine feine Sache. Das ist jetzt nicht der Gute. Mein Guter, der liegt da drin, der ist meinem Vater, das sind halt Japaner-Eisen. Und eine Menge anderes unterschiedliches Werkzeug, was man sonst halt so rumliegen kann. Und da werde ich jetzt gerade mal kurz reingucken, weil das ist nämlich ein Paket, das hat mir Knipex zugeschickt, mit ganz, ganz viel Werkzeug, das ich in eine Werkzeugkiste setzen möchte, die ich da hinten anstatt diesem hässlichen Regal irgendwann mal bauen möchte. Also mal reingucken. Da bin ich jetzt gespannt. Oh wow! Geil! Endlich mal ein Satz Schraubenzieher, der gut ist und funktioniert. Das ist auch schon mal nice. Werkzeug, 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 Werkzeug. Oh, geil.
Scheiße, ist das süß, das Ding. Ja. Wofür ist denn das? So kleine Elektroknipse. Okay, weil für irgendeinen Draht oder sowas ist das Ding zu schwach. Für Kupfer? Okay. Wow, Knipex, ey. Krass. Vielen, vielen Dank. Muss ich wirklich eine tolle Kiste für bauen, dass ich das, ja, dass ich mich als würdig zeige. Hier, nächste Frage. Kannst du eine Roomtour machen? Vielleicht habt ihr es mittlerweile verstanden, was ich hier tue. Ja, es ist ja quasi eine Roomtour, ne? Deshalb gehen wir auch nochmal in eine Ecke, die ihr quasi nie seht. Nämlich hier hinten meine Materiallager- bzw. Toms Materiallager-Ecke. Da haben wir dann ja, Farbrollen, Dämmmaterial, vor allem dann Polstermaterial für Tom, Schrauben sind hier drin und so ein bisschen Kleinkram. Hier sind auch dann noch so Laser-Engraver und so Zeugs. Jo, und hier hängt noch eine Frage. Rob Easy 2 hat nämlich gefragt, ob ich das auch das Gefühl habe, dass die Qualität bei Produkten, bei Schreinereien irgendwie nachlässt. Nein, habe ich irgendwie nicht das Gefühl. Mein Gefühl ist eher, dass es, ja, es gibt natürlich mehr Müll auch, klar, logisch, aber man muss einfach gucken, dass man nicht zweimal Geld bezahlt. Ich habe mir zum Beispiel diese Bandsäge hier gekauft und ich werde mir definitiv nochmal eine zweite kaufen müssen, weil ich mit diesem Ding nicht zufrieden bin. Hätte ich vorher einfach ein bisschen mehr recherchiert, wäre ich mir ganz sicher, dann hätte ich was Gescheites gefunden, auch für einen guten Preis, sodass ich nicht zweimal das Geld hätte ausgeben müssen. Das Ding ist nämlich wirklich nicht besonders gut zu empfehlen. Ich habe vorhin eine Frage übergangen und zwar, was ich gerne auf YouTube selbst schaue. So im deutschsprachigen Bereich schaue ich vor allem sehr, sehr gerne Alexi Bexi, den finde ich einfach klasse. Und Cinema Strikes Back, die finde ich auch super. Total sympathische Jungs, mega geiler Filmcontent, wirklich geil. Apropos Filmcontent, im Amerikanischen schaue ich mir sehr, sehr gerne Content von Corridor Crew an. Corridor Crew, die haben dann zum Beispiel zwei geile Formate wie Visual Effects, Artists React und Good and Bad CGI, sehr geil. Und ein anderes Stuntman React on Good and Bad Stunts. Das ist einfach super. Empfehle ich auf jeden Fall. Packe ich auch unten in die Videobeschreibung mit rein, dann könnt ihr es euch mal anschauen. Ich habe jetzt hier oben für euch noch eine kurze Umfrage. Und zwar möchte ich von euch wissen, wann es euch am besten passen würde, mit mir zusammen in einem Livestream zu sitzen. Ich würde nämlich gerne euch zeigen, wie ihr Fusion 360 benutzt. Dafür würde ich einen Sonntag vorschlagen. entweder um die Vormittagszeit oder um die Nachmittagszeit, meinetwegen auch mittags. Ich packe da oben ein paar Termine rein, was euch gerne passen würde. Mich würde es nämlich freuen, wenn ihr dann dabei seid und dann live mitmacht, wie ich zum Beispiel ein Smartphone, hat jeder zu Hause, nachbaue in 3D, also modelliere. Das Ziel dabei soll sein, dass ihr dann danach selbst dieses Programm nutzen könnt. Ich werde nämlich immer wieder gefragt, ob ich zeigen kann, wie ich damit arbeite, wie ich damit umgehe. Und das würde ich euch gerne live zeigen und nicht in irgendeinem Video, das ich dann schnell zusammenhack. Und dann könnt ihr wieder überhaupt nicht mehr folgen, was der Heiner da gerade erzählt. Deshalb machen wir das dann in eurem Tempo in einem Livestream. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Also, da oben abstimmen, dann können wir uns einen Termin finden. Und ich werde es dann nochmal in einem Video dediziert ansagen, wann der Livestream wirklich stattfinden wird. Ja, ich sehe da gerade, da liegt nebendran noch die Buzz-X aus Borderlands. Ich hoffe, dass ich da jetzt auch mal wieder dran arbeiten kann. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.